Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die TFS-Box von Sierra Kid. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. TFS von Sierra Kid, das Ganze heute am 12. Juli erschienen. Wir haben hier eine rechteckige schwarz-graue Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, einmal und zweimal. Also, wir haben hier eine dunkelgraue, ja, schwarz-grau und weiße Box. Recht düster das Ganze, sieht aus wie übertriebenes Wolkengestapel, also hier wirklich eine Wolke über der anderen. Hier lesen wir dann in der Mitte TFS und ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Die komplette Box ist in dieser Optik gehalten, oben schwarz. Auf der linken Seite auch wieder Wolken TFS Schriftzug und hier lesen wir dann noch den Interpreten Sierra Kid. So sieht das von hinten aus, also die Unterseite. Und dann haben wir hier noch die Credits. Ja, das Ganze über Chapter 1 erschienen. Wir haben hier noch einen Barcode. Und ich kann schon mal sagen, die Box ist richtig schwer. Also, da dürfte echt einiges drin sein. Wir schauen mal hinein. Es ist eine reguläre Klappbox. Bedeutet, geht hier auf der Seite auf. Wir haben hier einmal eine Autogrammkarte. Dann haben wir mit dabei ein Shirt. CD2 vom Album, das Album an sich, jede Menge Sticker, hier ein kleines Täschchen, dürfte wohl Schmuck drin sein, dann haben wir hier ein Notizbuch und einen Sticker bzw. einen Tattoobogen. So, die Box von innen in schwarz gehalten, also dieses düstere Design sieht sich durch und durch und man muss dazu sagen, die Box ist echt stabil, also auch jetzt, wo die Box leer ist, wiegt die nach wie vor einiges. Dickes, dickes Material. So, wir packen mal die Sachen zur Seite und lassen die beiden Sachen hier, die noch in Folie sind. Also, da wäre einmal diese Tasche hier, sowie natürlich das Album, so, aber jetzt, also hier ist das gute Stück, wir starten wie immer mit dem Album an sich. TFS von Sierra Kid, das Akronym TFS steht in diesem Fall für Team Fuck Sleep, das Label von Sierra Kid. Und genau dieser ist dann hier abgebildet in so einer, ja, Comic-Variante in Schwarz und Weiß mit zwei Flügeln. Das sieht so nach Engelsflügel aus, das hier so nach Teufelsflügel. Und es befindet sich hier etwas in seiner Hand, ist die Frage, es könnte die Weltkugel sein. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es die Weltkugel darstellen soll. Und dann haben wir hier noch das Gesicht mit den diversen Tattoos und dieser Halskette. FS lesen wir auch hier, also Fuck Sleep. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Auf der Seite lesen wir dann auch wieder Sierra Kid Team Fuck Sleep. Und auf der Rückseite kommen wir dann zur Tracklist. Wir haben hier 13 an der Zahl. Ungewöhnlicherweise sind hier auch gleich die Produzenten mit angeführt, also Tracklist inklusive Producer. Was man gleich sehen kann, es gibt hier keinerlei Features auf dieser CD, Credits und Barcode darunter. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier kein reguläres Booklet, sondern es dürfte sich hier um ein Poster-Booklet handeln. Dann machen wir das Ganze mal auf. Okay, also was lesen wir hier? They want you to hang, so let them hang. Ja, also, das heißt so viel wie, die wollen dich aufhängen, sie wollen dich aufhängen, also lass sie hängen. Also quasi,
lasse sie im Stich. Das Ganze ist quadratisch in Schwarz und Weiß gehalten, hier in der Mitte wieder mit dem Sierra Kids Kopf und oben und unten jeweils dieser Schrift. Und auf der Rückseite haben wir dann die Infos zum Album. Hier haben wir einmal eine kurze Danksagung. Special thanks to every producer and everyone who supports art. Dann haben wir hier die Tracks. Also alle hier aufgelistet mit den Infos. Wer hat gemastert, wo wird das recorded, wer hat das geschrieben, wer hat das produziert. Und dann haben wir hier noch die weiteren Infos zum Mixing, zum Engineering, was auch immer. Ja, sieht gut aus. Da hat man alle Infos auf einen Blick. Ich muss ehrlich sagen, ich lege immer Wert auf sowas. Ich schaue das immer gern an, um zu wissen, wer da involviert war, wer die Beats beigesteuert hat, wer das Artwork gemacht hat, Mixing, Mastering, all das. Dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus, CD1. Wieso? Es gibt auch noch eine CD2, zu der kommen wir dann gleich. Also das Album ist mit dieser CD nicht ganz fertig. Hier dann alles wieder in dieser grauen Wolkenoptik. So, und hier ist dann die eben versprochene CD2. Hier haben wir dann auch nochmal 6 Tracks an der Zahl. Bedeutet, wir haben dann insgesamt 19. Und wir haben hier auch Features. Und zwar haben wir hier Features von, hier haben wir es, Genetik. Jawohl. Und ich glaube, es war auch noch ein Feature von Felix dabei, welches ich allerdings jetzt hier nicht lesen kann. Na, schauen wir mal, vielleicht kommen wir dann noch dazu. Hier lesen wir CD2, der Glow Up. Hier oben wieder Team Fuck Sleep. So sieht dann CD2 aus. Also fast genauso wie CD1, aber diese kommt in einer Papphülle. Ja, auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass man hier ein Doppelalbum gemacht hat. 19 Tracks ist echt eine Menge. Allerdings hätte ich das gerne hier drin mit dabei gehabt, weil ihr wisst selber, diese Papphüllen, ich glaube, keiner kann die wirklich leiden. Und es gibt ja durchaus Jewel Case oder Super Jewel Case Varianten, wo man 2 CDs unterbringen kann. Gut, dann kommen wir zu den Stickern. Die dürften wohl, ja, also vom Stil her, die sind vom Design her alle gleich. So, jetzt zählen wir mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, alles klar. Also, 10 Sticker hiervon. Die sind quadratisch und in schwarz-weiß gehalten. Auch hier wieder lesen wir Established for the Team Fuck Sleep. Quadratisch, schwarz-weiß, Hochglanz. Sieht sehr gut aus. Dann schauen wir uns mal dieses Täschchen hier an. Hier lesen wir auch wieder, ist etwas schwer zu lesen, schwarz auf schwarz, TFS lesen wir hier über diesem Knöpfchen. Und wenn wir den aufmachen, dann kommen wir zu einer Halskette. In Silber gehalten das Ganze. Und so sieht das dann aus. Also wir haben hier eine silberne Kette mit einem ebenso silbernen Anhänger. Hier lesen wir auch wieder TFS. Und auf der Rückseite dann das Ganze hier mit, was lesen wir hier, 2019 Sierra Kid. Bin nicht sicher, ob das, ja, ich denke doch, man kann das lesen. So, diese Halskette hat hier oben dann noch einen Verschluss. Bedeutet, ihr könnt das hier entsprechend öffnen und dann, wie ihr es braucht, um euren Hals machen. Eine Autogrammkarte ist auch mit dabei. Recht ungewöhnlich, denn die meisten Autogrammkarten haben wir dann doch irgendwie die Fresse von dem Interpreten drauf. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben hier wieder diese Wolkenwand und dann das SK von Sierra Kid und so ein Herz dahinter. Also Sierra Kid hat hier unterschrieben mit schwarzem Stift. Beidseitig hier dieses Wolkendesign. Ein Notizbuch ist auch mit dabei. Hier lesen wir auch wieder Team Fuck Sleep. Bleib wer du bist, lerne dazu, hol dir was dir zusteht, sie können dich nicht brechen. Ja, das sind auf jeden Fall schöne Worte. Das sollten sich einige wirklich zu Herzen nehmen. Und dann haben wir hier ein wunderbares Notizbuch mit vorlinierten Seiten. Wir haben dann hier sogar auch noch ein schwarzes Lesezeichen, so einen Faden mit drin.
Und ja, das zieht sich hier wirklich bis auf die letzte Seite, diese Linien. Und dann haben wir hier auch nochmal so einen schwarzen Bund, so einen Riemen, um das Ganze entsprechend zuzuhalten. Und auf der Seite dann noch so eine kleine Lasche. Hier kann man dann zum Beispiel einen Stift reinmachen. Schau mal ganz kurz. Ja, also das ist doch wunderbar. Der passt hier gut rein. Bleistift, Kugelschreiber, was auch immer man möchte, kann man dann hier drin parken. Ob man das jetzt als Tagebuch verwendet oder seine Songtexte schreibt oder irgendwie seine Blacklist, seine Abschlussliste darin einträgt, das ist wie immer euch überlassen. Dann haben wir noch mit dabei einen Tattoo-Bogen. Bedeutet, wir haben hier wahllos Symbole, die hier im Zusammenhang mit Sierra Kid stehen. Und ihr könnt euch dann diese aussuchen und euch dann in bester Sierra Kid-Manier das Gesicht zukleistern. Temporäres Tattoo, jawohl, hier steht dann noch die Gebrauchsanweisung, wie ist das zu verwenden. Und das Ganze kommt von der Urban GmbH. Sehr schön. Und als letzten Boxinhalt, wie so oft, kommen wir zu einem Shirt. Dieses Shirt ist in Schwarz und Weiß gehalten, also das Shirt an sich in Schwarz und der Aufdruck hier auf der Brust in Weiß. Hier lesen wir wieder die drei Buchstaben TFS. Und auf der Rückseite, auf dem Rücken haben wir dann einen Backprint. Hier lesen wir Fuck Sleep, immer noch unerreicht, 12.7.2019. Also das Release-Date des Albums. Und wenn wir dann mal hineinschauen, dann sehen wir haben es zu tun mit einem Shirt in der Größe L. Hier dann auch noch bedruckt Team 24/7 Merchandise. Okay, also das ist schon mal erfreulich, dass es kein Fruit of the Loom oder Gilden Standard ist. Und wir haben es bei diesem Shirt. Jetzt würde mich interessieren, ja, hier haben wir es. Wir haben bei diesem Shirt zu tun mit einem Manufactured for TB International GmbH. Okay. Und das Ganze ist dann 100% Baumwolle. Und wo haben wir es? Hier. Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in Schwarz und Weiß, Größe L. Dann haben wir dieses kleine Täschchen hier mit der entsprechenden TFS-Logo-Halskette. Sticker 10x quadratisch, sowie den Tattoo-Bogen. Das Notizbuch. Die unterschriebene Autogrammkarte. Und natürlich das Album an sich, TFS. Inklusive der zweiten CD, der Bonus-CD, mit insgesamt 19 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box TFS von Sierra Kid. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sierra Kid unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.